Er ist gelernter Speditionskaufmann und war lange Zeit Sozialarbeiter. Doch Heribert Hölz ist vor allem eins: Entwicklungshelfer. Seit nun fast 25 Jahren engagiert sich der 73-Jährige für die Menschen in Bosnien. Zusammen mit der Caritas Duisburg lenkt und leitet er die sogenannte Bosnienhilfe. Begonnen hat alles im Februar 1992, als Heribert Hölz zum ersten Mal in das krisengebeutelte Land reiste. Da kann ich mich gut dran erinnern. Wie gesagt, es war ja Krieg und da wurde geschossen und gestorben. Und das war also im wahrsten Sinne des Wortes blutiger Ernst. Das war lebensbedrohlich. Von daher hatte ich auch sehr viel Angst. Aber ich habe dann gesehen, dass man den Menschen helfen kann und helfen muss. Und dann ist es nicht nur bei diesem einen Mal geblieben, sondern wie gesagt, das sind jetzt schon mittlerweile 24 Jahre geworden. Obwohl der Krieg ja schon lange vorbei ist, ist Bosnien aber immer noch ein sehr, sehr armes Land. Das hat natürlich Gründe, das müsste so nicht sein. Auch wenn der Bosnienkrieg seit mittlerweile 20 Jahren vorbei ist, die Folgen sind dem Land immer noch deutlich anzusehen. Aus diesem Grund ist der humanitäre Einsatz der Bosnienhilfe weiterhin ungebrochen. Jeder wird ja sagen, der Krieg in Bosnien ist jetzt über 20 Jahre zurück und da müssen die Bosnien doch mal ihr Heft selbst in die Hand nehmen und müssen doch jetzt selbst mal klarkommen. Ja, wer würde das denn nicht unterstützen und wird sagen, ja, das stimmt ja so. Aber leider ist die Politik, die hohe Politik in Bosnien so, aber auch die internationale Politik, dass Bosnien gar nicht hochkommen kann. Und das Allerschlimmste in Bosnien neben der wirklichen Mangelverwaltung ist, dass die Perspektive so schlecht ist, dass man sagen kann, in absehbarer Zeit wird sich das dort nicht ändern. Nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe leitet die Bosnienhilfe zahlreiche Projekte. Sei es die Anschaffung von Schafen für verarmte Familien oder vor allem die Gründung einer Kleinbauerngenossenschaft. Also diese Kleinbauerngenossenschaft produziert alles das, was sie dann zum Leben benötigen. Das war ein großes Projekt für uns. Mittlerweile arbeitet diese Kleinbauerngenossenschaft ganz autonom. Ich habe mich da zurückgezogen, habe aber damals, als wir begannen, damit das zu initiieren, ja so um die 60.000, 70.000 Euro reingesteckt, um einen entsprechenden Maschinenpark anschaffen zu können. Jetzt, wie gesagt, arbeitet diese kleine Morgenschaft ganz für sich. Da habe ich mich zurückgezogen. Mittlerweile werden davon ernährt und sind Mitglieder 33 Familien. Seit 1992 reiste Heribert Hölz ganze 83 Mal nach Bosnien. Zwar hat sich die Lebensqualität in dem südosteuropäischen Staat in den vergangenen 2 Jahrzehnten deutlich verbessert, doch noch immer gibt es viel zu tun. Wie lange der 73-jährige Entwicklungshelfer noch an der Spitze der Bosnienhilfe stehen wird, weiß er selbst nicht. Mit 73 Jahren liegt ja auf der Hand, werde ich öfter gefragt, Herr Hölz, wie lange wollen Sie das denn noch machen? Da sage ich, das weiß ich nicht, das weiß der liebe Gott. Nur wird es ja sicherlich so sein, mit jedem Tag kommt das Ende der Bosnienhilfe für mich näher. Wann das sein wird, weiß ich nicht, aber solange ich das machen kann, werde ich das noch tun. 2, 3, 4 Jahre, keine Ahnung. Fest steht jedoch, auch wenn Heribert Hölz sich bald in den Ruhestand zurückzieht, die Bosnienhilfe wird ihre Arbeit fortführen. Ganz einfach, weil sie noch immer benötigt wird.